In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine externe LED an das Arduino anschließt. Die interne LED hatten wir bereits angesteuert, aber eine externe hat auch was, die ist ein bisschen heller und damit kann man auch natürlich auch viel mehr LEDs anbinden als nur eine, die die interne ist. Eine externe LED sieht erstmal so aus, das ist diese Komponente hier, die kennt eigentlich fast jeder. Wichtig ist erstmal zu erkennen, dass sie zwei verschiedene Füße hat. Das eine ist ein bisschen länger als das andere. Das ist kein Produktionsfehler, sondern es deutet darauf hin, dass der eine Fuß irgendwie anders ist. Und zwar der längere Fuß ist der sogenannte positive Fuß, da wo die Spannung auch anliegt. Der kürzere Fuß ist der sogenannte negative Fuß, da wo wir später keine Spannung anschließen oder eben wo wir es erden werden. Diese LED jetzt anzuschließen, brauche ich mein Steckbrett und mein Arduino. Den positiven Fuß und den negativen werde ich jetzt ein bisschen auseinanderziehen und ich stecke jetzt den negativen, den kürzeren Fuß irgendwo zu dieser blauen Linie. Ich weiß ja, das wird ja die Erde später sein. Ich stecke es einfach irgendwo hier rein. Und den positiven Fuß kann ich auf dem Steckbrett, auf dem Hauptteil hier, dem Steckbrett, irgendwo einfach reinstecken, nicht in das Plus. Irgendwo einfach rein. So, was ich noch brauche, um das anzuschließen, ich habe mir schon die Komponenten hier herausgesucht, ist erstmal ein Widerstand. Das haben Sie bereits kennengelernt. 220 Ohm brauche ich. Falls Sie vergessen haben, was was ist, dann können Sie entweder diese bunten Kringeln wieder rauskriegen, was es war, oder eben auch nachmessen. Dieser Widerstand ist wichtig, dass er zwischen der LED und der Spannung dann später liegt. Das heißt, zwischen dem positiven Fuß, also irgendwo in dieser Reihe von Löchern muss ich es reinstecken. Da versuchen Sie es nicht ins gleiche Loch zu stecken, sondern einfach eins oder zwei daneben. Und dann irgendwo sonst rein. Vergessen Sie bitte auch nicht, dass die zwei hier haben jetzt eine elektrische Verbindung. Ich kann natürlich diesen Widerstand auch ein bisschen daneben reinstecken, das macht nichts, aber nicht auf die andere Seite, denn hier zwischen besteht keine elektrische Verbindung, also beide werden letztendlich nicht miteinander verbunden. So, der Widerstand ist jetzt da und jetzt muss ich beide Kabel verbinden. Die Erde ist erstmal einfach. Ich nehme irgendwo, Erde gibt es auf dem Arduino gleich mehrmals, weil das ziemlich praktisch ist und ziemlich nützlich, das benutzt man oft. Da steht GND für Ground. Ich nehme einfach das nächste, was ich finden kann, das wäre das hier, und stecke es irgendwo auf dieser blauen Linie entlang, damit ich es besser sehen kann. So. Das rote Kabel ist jetzt da, wo meine Spannung später anliegen wird. Das bedeutet, ich muss es offensichtlich zwischen der LED und dem Pin auf dem Arduino anschließen, wo später die Spannung auch rauskommt. Wenn ich es direkt an die 5 Volt anschließen würde, dann würde die LED die ganze Zeit leuchten. Das ist jetzt aber auch nicht der Sinn der Sache. Ich muss es da anschließen, wo der Ausgang ist und diesen Ausgang soll steuerbar sein, damit ich es vom Programm her immer ein- und ausschalten kann. Die interne LED ist fest verbunden mit dem Ausgang 13. Das könnte ich jetzt einfach hier abgreifen. Und dann stecke ich es eben neben, also zwischen vor der LED, vor dem Widerstand, also genau hier. So, damit ist unsere Schaltung jetzt komplett und wir müssen es ausprobieren, ob es auch funktioniert. Dafür nehme ich unser altbekanntes erstes Programm. Das blinkte in einem bestimmten Muster. Einmal blinken, dann ein bisschen länger warten. Und das hat es auch direkt. Diese LED haben wir die LED Built-in benutzt. Ich habe Ihnen bereits erklärt, dass die interne LED hier fest mit dem Ausgang 13 verbunden ist. Das muss ich nichts weiter machen, außer einfach an dem Pin irgendetwas rauszuziehen. Wenn ich also dieses Programm jetzt kompilieren würde, sollte auch theoretisch funktionieren. Wir schicken das Programm zum Arduino. Und wir sehen auch gleich, beide LEDs, die interne hier und die externe, blinken gleichzeitig. Das heißt, die werden genau vom gleichen Ausgang her gesteuert. Und das wäre der Ausgang, genannt LED Built-in,
In unserem Fall auf diesem Arduino ist es der Ausgang 13, das ist bei manchen vielleicht anders. Als nächstes möchte ich Ihnen allerdings zeigen, wie man die LED auch an einen anderen Ausgang anschließen kann. Nehmen wir unser Programm nochmal vor. Wir werden uns jetzt eine andere Variable definieren, und zwar LED, nennen wir sie doch mal unser LED. Nennen wir das Out, damit wir wissen, dass es auch Ausgang ist. Und wir nehmen diesmal Ausgang 12, also genau den daneben. Und statt eben diese LED Built-in anzusteuern, werden wir unsere LED ansteuern. Nennen wir das mal korrekt, unsere LED. So, jetzt validiere ich, kompiliere und dann schicke das Programm rüber. Erstmal passiert hier gar nichts, weil wir das Programm mit Ausgang 12 ansteuern, hier aber die Schaltung immer noch auf Ausgang 13 ausgerichtet ist. Alles, was ich hier machen muss, ist eigentlich dieses Kabel von 13 auf 12 zu schicken. Das ist eigentlich auch unproblematisch. Es ist aber eine gute Praxis, immer das Arduino abzuschließen, wenn man irgendetwas an seiner Schaltung arbeitet, auch wenn es ganz offensichtlich ist. Deswegen schließe ich es ab, man sieht es, jetzt ist es aus und dann erst schiebe ich von 13 auf 12 und gebe ihm Strom. Das Programm ist immer noch das gleiche und jetzt sieht man auch, es funktioniert wieder. Hier die externe LED leuchtet jetzt genau in dem alten Muster.